Ich glaube nicht, dass man immer nur ans Gewinnen denken kann. Ich glaube, dass einfach mal im Weg, den du gehst, Herausforderungen kommen oder Probleme, die du einfach vorher noch nicht hattest. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Lass uns mal über das Thema nachdenken. Denken Gewinner eigentlich auch mal ans Verlieren? Naja, bei mir ist es so, ich habe einen Spruch im Kopf und zwar: Gedanken sind tragende Kräfte. Das heißt, alles, was du denkst, wird von deinem Kopf irgendwann in die Realität projiziert. Einfach weil du dein Handeln danach ausrichtest. Dementsprechend, wenn du gewinnen möchtest, aber ans Verlieren denkst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, sehr klein. Jetzt ist die Frage, was ist denn eigentlich Gewinnen? Ganz einfach Fußball vielleicht. Wir sind ja bei Fußballfenster oder Sport im Allgemeinen, Basketball oder wie auch immer. Wenn ein Basketballer oder ein Fußballer aufs Feld geht und an das Verlieren in diesem Spiel denkt und immer wieder im Kopf hat, oh Gott, ich werde verlieren, dann wird er auch seine Handlungen auf dem Spielfeld auf das Verlieren ausrichten. Vielleicht kommt ein Pass nicht mehr so gut an. Vielleicht ist der Korbleger für einen Eimer. Vielleicht kann er bei der Deckung des entsprechenden Gegenspielers nicht so aktiv handeln. Einfach weil sein Kopf die Bewegungen nicht mehr ausführen lässt, weil der Kopf nun mal alles steuert, was wir tun. Selbst meine Handbewegungen hier, muss ja im Kopf irgendwie was sagen: Handbewegung, Handbewegung. Und das macht der Kopf die ganze Zeit, teilweise unterbewusst. Nur ganz offen, schaffen wir es wirklich immer, ans Gewinnen zu denken? Egal wie erfolgreich jemand ist, egal ob er schon mal die Champions League gewonnen hat, Multimilliardär ist oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass man immer nur ans Gewinnen denken kann. Ich glaube, dass einfach mal im Weg, den du gehst, Herausforderungen kommen oder Probleme, die du einfach vorher noch nicht hattest. Und damit springt dein Kopf automatisch auf diese Herausforderung, will die ja lösen und damit ist die auch im Fokus und dann kommt automatisch im Kopf auch mal der Gedanke, ich darf es ja auf YouTube nicht sagen, im Podcast würde ich es aussprechen, was passiert eigentlich, wenn dieses Problem jetzt nicht von mir gelöst wird? Was aber schon passiert ist, umso klarer du ans Gewinnen denkst, also umso klarer du dich auf das Gewinnen fokussierst, zum Beispiel durch Meditation, durch klare Visualisierung, durch klare Vorgaben eines Ziels, das du dir vielleicht irgendwo hingemalt hast, umso wahrscheinlicher ist, dass der Kopf dann aber auch wieder umspringt. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, wie du es dir leichter machen kannst, von diesem Verlieren-Gedanken ins Gewinnen-Gedanken umzuswitchen. Und was das sein kann, sage ich dir jetzt. Mach mal deine Augen zu und dann stell dir eine Situation vor, wo du das letzte Mal wirklich Angst hattest. Also Angst unternehmerisch, Angst im Angestelltenverhältnis, Angst vor dem Spiel, meinetwegen als Sportler. Einfach Angst. Und dann überleg dir mal, wie viele Probleme hast du dir ausgemalt in genau dem Moment. Denk mal drüber nach. Und jetzt mach die Augen auf und beantworte dir mal selber, von all dem, was du dir ausgemalt hast, was ist denn wirklich eingetreten? Ich würde behaupten, maximal 0,1%. Du hast dir unglaublich viel ausgemalt, was passieren kann. In der Realität ist aber davon ganz, ganz wenig eingetreten. Trotzdem war es aber so, weil du im Kopf nur in diesem negativen Gedanken warst. Und jetzt sei ehrlich zu dir, ist der negative Gedanke halt trotzdem Realität geworden. Und es liegt daran, selbst diese 0,1%, die eingetreten sind, haben dich auf deinem Weg einfach schwerer nach vorne gehen lassen und dementsprechend warst du langsamer, du hast vielleicht Entscheidungen falsch getroffen, weil die immer negativ geprägt waren. Du hast einen Berg an Problemen gehabt, Herausforderungen, 0,1% ist eingetreten und trotzdem hat diese 0,1% dazu geführt, dass du das Problem oder die Herausforderung nicht lösen konntest oder nicht perfekt lösen konntest. Jetzt nochmal, wie kommen wir da jetzt raus? Das Erste, was du machen musst, ist dieses Thema erkennen. Also du hast eine Herausforderung, die ist riesig in deinem Kopf und weil du sie auch noch nie hattest, dann ist das allererste zu erkennen, okay, ich komme gerade in eine Situation, wo ich wieder anfange, mir diese Herausforderung größer zu machen, als sie vielleicht ist. Mir irgendwelche Situationen auszumalen, die ich glaube, dass sie eventuell kommen könnten. Ich habe das auch. Rocket ist dann mein Moment, wo mich rauszieht aus dieser Nummer, die sagt, Jörg, du denkst gerade wieder über zu viele Herausforderungen nach und über Themen, die gar nicht passieren werden. Jetzt hat ja nicht jeder meine Rocket, zum Glück meine Rocket. Meine Rocket darf ich ja auch nicht sagen. Meine Frau, okay?
Aber ihr habt ja vielleicht Freunde oder einen Lebenspartner oder Lebenspartnerin oder aber jemand, der euch halt nahe steht, Ehefrau, Ehemann, was auch immer. Ihr müsst mit denen drüber reden. Und einfach, wenn ihr merkt, wenn die merken, ihr kommt in diese Situation, dass es wieder alles sich um das Problem dreht, dann bittet die einfach drum, euch da mal kurz anzustüpsen und zu sagen, Junge, du denkst wieder nur über Probleme nach. Und das ist der erste Moment, wo du aus diesem Gefühlswirrwarr ausbrechen kannst. Du musst es einfach erkennen. So, wenn du es jetzt erkannt hast, dann musst du, und das sage ich ganz bewusst, musst du deinen Kopf umprogrammieren. Und das ist nicht leicht, das ist eine Trainingssache. Ich schwöre dir, wenn du es das erste Mal machst, dein Kopf wird wieder umswitchen. Aber wenn du es erkannt hast und dich dann ganz bewusst darauf fokussierst, warum mache ich das hier eigentlich? Was sind meine Ziele? Warum ist dieses Problem eigentlich aufgetreten? Wie könnte ich es lösen? Also nicht über das Problem nachdenkst, sondern ganz bewusst über die Lösung. Und dich hinsetzt, deine Augen zumachst, es in deinem Kopf im Positiven durchlaufen lässt. Genauso wie du vielleicht vorher im Negativen es hast durchlaufen lassen, jetzt im Positiven durchlaufen lässt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Handlungen auch ins Positive gehen. Und nur weil ihr dieses Video jetzt schaut, wird es nicht funktionieren. Ihr müsst euch hinsetzen und es hart trainieren. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Ich trainiere das mein Leben lang. Und trotzdem brauche ich noch Rocket, die mich immer mal wieder rausstüpst, um den Moment, also du brauchst halt manchmal von außen einen Impuls, um eine Handlung auszulösen. Aber dann musst du in der Handlung, wenn die ausgelöst ist, musst du auch durchhalten und konsequent ausführen. Der Vorteil ist, dass dein Kopf dann auf einmal, und das könnt ihr jetzt als esoterisch abtun, oder ist mir völlig egal, es ist halt die Realität. Dein Kopf projiziert eine Realität, die ihr ausüben wollt. Und genauso wie es im Negativen funktioniert hat, funktioniert es jetzt auch im Positiven. Ihr werdet eure Handlungen aufs Positive ausrichten. Wenn jemand zu euch sagt, ein Gewinner denkt nicht übers Verlieren nach, dann ist diese Aussage falsch. Weil in der Sekunde, wo du auch mal übers Verlieren nachdenkst, kommst du erst wieder in eine positive Thematik, aber nur dann, wenn du es anwendest. Wenn du dich im Verlieren verlierst, ne, Deutsch ist schön, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn du Verlieren drüber nachdenkst und drüber nachdenkst, wie kann ich nicht verlieren? Kopf kennt kein Nicht. Wie kann ich gewinnen, ist die bessere Formulierung. Wie kann ich gewinnen? Dann denkst du dir, wie kann ich gewinnen? Und ein Fußballer, der Angst hat, die Champions League nicht zu gewinnen, kein Tor zu schießen, der wird kein Tor schießen. Wenn er aber vorher darüber nachgedacht hat und sagt, okay, gut, genau das will ich nicht. Wie kann ich jetzt gewinnen? Der wird sich im Kopf ausmalen, wie er ein Tor schießt, wie er einen Top-Pass spielt, wie er der entscheidende Faktor in diesem Spiel sein wird. Das nennt sich autogenes Training. So habe ich das damals im Leistungssport wurde das genannt. Wir haben damals unsere Übungen beim Trampolinspringen, sind wir im Kopf durchgegangen, wie man die Übungen im Endeffekt macht, um dann danach eine perfekte Kür oder einen perfekten Ablauf der Übungen hinzubekommen. Jeder Profisportler wird euch das bestätigen. Und genau das Gleiche funktioniert halt auch im Business. Dein Job ist, dich hinzusetzen und genau das zu trainieren. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern ständig. Und dir jemanden zu suchen, der von außen einen Impuls gibt, wenn du es alleine nicht schaffst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ans Verlieren nicht zu denken, funktioniert nicht. Aber damit umzugehen und ins Gewinnen umzuswitchen, das funktioniert. Und ich wünsche dir, dass auf deinem Weg all das, was in deinem Kopf passiert, auch wirklich eintritt. Ganz viel Erfolg dabei. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da, kommentier den Spaß, den ich hier gemacht habe, vielleicht hast du eine andere Thematik, schreib gerne dazu, wie du das siehst und folg mir natürlich, damit du kein Video mehr verpasst. Bis bald, euer Jörg. Das ist einfach, ich finde es zu kurz, dass das Ding aufhört, es tut mir leid, aber ich weiß, es geht nicht anders, aber was wollen wir machen? Also, okay. Das lenkt total ab. Nee, auch wenn die Leute hinter mir, ich höre ja alles, was da draußen passiert. Hört man das? Bisschen, aber wie gesagt, du hast ja selber gesagt, man kann es halt einfach nicht ändern. Okay. So.